Die YouTube-Trends G20, Welcome to Hell. SEK stürmt Haus auf Schanze nach Krawallen. Auf dem G20-Gipfel das Interview. G20 zerstört meinen Shop. So sieht es nach der Krawall nach dem Schanzenviertel aus. Polizei stürmt schwarzen Block. Live-Demonstration gegen den G20-Gipfel. Wow, sogar einen 12-Stunden Livestream gab's. Bürgerkriegsartige Szenen. Hier brennt die Elbchaussee in Hamburg. G20. So, anhand der YouTube-Trends kann man jetzt sehen, was in Hamburg den letzten Tagen passiert ist. Während ich... Jo, was habe ich eigentlich gemacht am Wochenende? Komm, das Ding muss rein! Ja! Oh! Boah, da hinten wäre natürlich übel, aber ich glaube, das geht gar nicht. Und ich glaube, selbst wenn man nicht auf YouTube unterwegs ist, weiß man, dass in den letzten Tagen nur über eine Sache berichtet wurde und das war der G20-Gipfel. Aber was hat uns dieser G20-Gipfel nun eigentlich gebracht? Außer ein klein wenig über 100 Millionen Euro Kosten, Hunderten Verletzten und ganz vielen Videos, Interviews, Beiträgen und Nachrichten. Was kann man aus dem diesjährigen G20-Gipfel mitnehmen? Und obwohl dieser ein Kanal ist, der sich noch nie mit Politik beschäftigt hat, komme ich ja dennoch nicht um das Thema vorbei und habe mir da so eine Meinung dazu gebildet. Und es gibt so vieles, was dort passiert ist, was man einmal zusammenfassen könnte, dass es sich lohnt, ein Video darüber zu machen. Aber was ist denn eigentlich die G20? G20 ist ein Gipfeltreffen der 20 wichtigsten Industrieländer, die es wahrscheinlich global gibt. Natürlich ruft solch ein Gipfeltreffen auch zahlreiche Demonstranten auf den Plan. Dieses Jahr war ein sehr besonderes Jahr, ihr wisst es ja bereits. Es ist zu etwas extremeren Ausschreitungen gekommen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Somit versuche ich jetzt einmal ganz schnell zusammenzufassen, was passiert ist und danach noch mein persönliches Fazit mit einfließen zu lassen. Es kam also zu Politikern, welche sich trafen und im besten Fall miteinander sprachen. Oder versuchten zu reden, aber diverse Differenzen einen klaren Riegel davor geschoben haben. Und es gab natürlich auch diverse Politiker, die das Ganze einfach verpennten. So, wie man das von ihnen kennt. Aber hey, solange man in der Zeit nicht bei Twitter war, ist ja alles in Ordnung. Es gab eine Menge Demonstranten, obwohl, ich würde es jetzt vielleicht nicht unbedingt Demonstranten nennen, vielleicht viel eher sinnlose Vandalisten und Leute, die das Ganze ausgenutzt haben, um sich einmal richtig schön purge-mäßig durch die Straßen zu treiben. Es gab brennende Autos. Viele brennende Autos. Und etliche Verletzten. Natürlich hat das ein riesiges Aufgebot von Beamten auf den Plan gerufen aus allen Bundesländern. Und natürlich gab es vor Ort auch sehr viele YouTuber. Gott sei Dank. Zum einen gab es da Unge, welcher fast von seinem Longboard geprügelt wurde. Musste ich kurz ein bisschen lachen. Oder Inspektor Leon, welcher mit seinen investigativen Fragen einmal die Leute auf den Straßen interviewt hat. Und sich im Nachhinein wundert, warum abends Interviews keine gute Idee sind. Oh Mann ey, was ist nur mit ihm los? Im Endeffekt fand ich einen Kerl besonders witzig. Ich glaube, der war auf Instagram, der war auf Facebook, der war auf YouTube, der war überall der Typ. Den Typen kann man einfach nur feiern, mit so einem Schild durch die Stadt zu laufen, ey. Ah, hätte ich das mal gemacht, das wäre eigentlich die beste Werbung für meinen Kanal gewesen, ne? Und da dieses ganze Chaos ziemlich viele Polizisten auf den Plan gerufen hat, haben natürlich auch einige kritische Betrachter ihre Augen auf die Polizisten gerichtet. Und da gab es eine Menge Polizisten. Barrikaden. Sämtliche Versuche, die Leute von den Straßen runterzubekommen, oft friedlich, oft vielleicht auch nicht so friedlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich sehr oft verstehen kann, warum die Polizisten da so ein bisschen rabiater zur Sache gehen. Was dann aber natürlich auch nicht dazu berechtigt, willkürlich Gewalt auszuüben. Dass man es aber auch anders regeln kann, zeigt der folgende Diplomatenwagen, welcher einfach nicht durchkam und sich gedacht hat, Mensch, ich gebe im richtigen Moment einmal Gas und da muss ich ehrlich sein, da habe ich schon ein bisschen gelacht. Das war schon eine ziemlich witzige Sache. Ja, die Messe.
Mann, ey! Zum Schluss des Videos finde ich am besten, wie dieser Alte reagiert. Der hat uns überfahren! Was passiert? Ja, das Fahrrad ist kaputt. Ja, was hier? Kannst du das einfach kurz erzählen? Da stand jemand vorm Auto und dann hat er aufs Gas gedrückt und die weggefahren. Scheiß Fahrrad ist kaputt und niemand hätte überfahren werden können. Wenn man sich so in den Weg stellt und so auf Hippie, ich blockiere die Straße macht, kann man vielleicht auch mitrechnen, dass manche Leute das nicht akzeptieren und sich jetzt ein neues 25-Euro-Fahrrad kaufen muss. Und es hieß zwar, an so einigen Stellen gab es nicht genug Polizisten, aber dann frage ich mich, warum manch andere Polizisten aus Berlin dazu abgeordnet waren, nach Hamburg zu fahren, welche dann doch keine Aufgaben zugeteilt bekommen haben und dort einfach in irgendeinem Flüchtlingslager, wenn ich das jetzt richtig gehört habe, chillen durften und das ziemlich erfolgreich gemacht haben. Party bis in den frühen Morgen, Trinkgelage und sogar öffentlicher Geschlechtsverkehr. In diesem Containerdorf in Segeberg, ursprünglich als Flüchtlingsunterkunft geplant, sollen drei Berliner Einsatzhundertschaften weit über die Stränge geschlagen haben. Eigentlich sollten sie den G20-Gipfel in Hamburg schützen, wurden jetzt aber vorzeitig zurückgeschickt. Im Gepäck ein handfester Skandal. Feiernd. Saufend und das sogar noch auf Twitter oder wo das auch immer war, posten. Oh Mann, Leute, ihr seid echt ein bisschen kompetent. Die Polizei ist ja sehr oft als soziales Auffangbecken bekannt, aber das sollte selbst die Polizei beschämen. Alles in allem also ein sehr, sehr teurer Spaß für Bund und Länder. Neben also den leider schon schmerzlich erwähnten 100 Millionen Euro Ausgaben und dem Vandalismus ohne Sinn und Verstand, gab es ja auch noch einige Ereignisse auf dem G20-Gipfel selbst, worum es ja eigentlich gehen sollte. Und das Fazit ist ziemlich ernüchternd. Denn, und das sage ich natürlich jetzt aus meinen eigenen Worten, bis auf noch mehr verhärteten Differenzen zwischen der Türkei und Deutschland, und wir wurden alle in unserer Meinung bestärkt, dass Trump eine absolute I don't give a fuck Einstellung zum Thema Klima, Migration und Handelspolitik hat. Wobei es aber einen guten Punkt gab. Ich glaube, der Trump und der Putin haben sich so ein bisschen darauf geeinigt, dass es in Syrien etwas ruhiger wird. Ja, gut. Da haben wir wenigstens einen kleinen positiven Punkt. Obwohl es da ja auch wieder nur um Teile Syriens ging. Naja, gut. Aber wenigstens kann man überall lesen, die Leute versuchen noch miteinander zu reden. Und das ist das größte Ausrufezeichen. Man hat ja wenigstens versucht, auf einen Nenner zu kommen. Auch wenn das nicht geklappt hat, wie man das auch erwarten konnte. Und jetzt ziemlich ernüchternd mal wieder feststellen musste, wie jedes Mal. Aber, und ich glaube, ich will es jetzt nicht zitieren, weil ich das genaue Zitat nicht im Kopf habe und jetzt auch keinen Bock habe, danach zu googeln, aber Frau Merkel hatte irgendwie sowas erwähnt wie: Man muss versuchen, Kompromisse zu finden, aber verbiegen muss man sich nicht dafür. Irgendwie sowas. Und witzig fand ich auch den Satz: Man muss Dinge einfach so nehmen, wie sie sind. Es gab somit ziemlich wenig Gewinner und eine Menge Verlierer. Was mir jetzt aber eigentlich wichtig ist, ist natürlich eure Meinung. Was haltet ihr vom G20-Gipfel? Viele von euch werden sich natürlich auch viel mehr mit dem Thema auseinandersetzen können wie ich oder hatten vielleicht ein bisschen mehr Zeit, sich damit auseinanderzusetzen und können da eine noch fachgerechtere und professionellere Meinung in den Kommentaren hören lassen. Und vor allem, was ihr denkt, in welche Richtung das Ganze noch gehen könnte. Und am Ende muss ich noch ganz ehrlich sagen, dass ich am beunruhigendsten finde, dass man bei so ein paar tausend Leuten, die da freidrehen, nicht Herr der Lage wird. Ich will mir gar nicht ausmalen, was passieren würde, wenn hier wirklich mal solche Missstände entstehen, dass aus 10.000 vielleicht mal 100.000 wären. Für weitere politische Analysen wie diese abonniert ihr diesen überaus intellektuellen Bart.